Ich bin's, Luisa. Was? Schön, dass du beim neuen Video mit dabei bist. Ich wollte eigentlich nur den Pinsel hier aufheben und wieder hier hinlegen. Heute schminke ich diesen Make-up-Look, den du schon im Intro gesehen hast. Und das alles mit Produkten unter 10 Euro aus der Drogerie natürlich. Teilweise auch Produkte unter 5 Euro. Also das ist natürlich auch so ein Mischmasch. Klar, weil es ja alles unter 10 Euro ist, dann ist es ja auch automatisch alles unter 5 Euro. Nee, nicht unbedingt. Warte mal, was? Und meine heutige Videofrage, die du unten in den Kommentaren gerne beantworten kannst, ist, welches Produkt du auf du nicht verzichten kannst? Boah, mein Deutsch ist heute echt. Schreib mir das doch mal hier unten in die Kommentare und dann würde ich sagen, starten wir mal mit dem Look. So, Dalle, wir starten natürlich auch ungeschminkt und ich möchte noch ganz kurz sagen, ja, meine Haut ist nicht perfekt, ich bin auch nicht perfekt ungeschminkt, ich habe Hautunreinheiten, ich habe ja Augenringe und ich will es auch nur mal kurz einfach sagen, ich bin nicht perfekt. Und übrigens hat mich die letzten Tage der gute alte Tom besucht, falls du den noch nicht kennst, dann wird es mal wieder Zeit, dass wir ihn mal begrüßen, der ist genau hier. Grüße dich, Tom, grüße dich. Der Tom war letztens sogar hier zu Besuch, aber dann meinte er, ich will mal ein bisschen weiterreisen und irgendwie neue Gegend erkunden, deswegen ist er jetzt hier. Wie gesagt, meine Haut ist nicht perfekt und das finde ich einfach ganz wichtig zu sagen, dass das nicht immer der Fall ist, so wie es Social Media uns immer irgendwie versucht beizubringen. Warum tanze ich? Deswegen benutze ich jetzt als allererstes einen Primer, der sich komischerweise hier unten, da hinten auch bewahrt hat und den ich noch nicht aufgemacht habe. Oh Mann, Vorbereitung vom Feinsten, würde ich sagen. Vor der Foundation ist es wirklich wichtig, ein Primer zu benutzen. Und hier benutze ich jetzt den Love Perfect. Der sieht so aus. Und das ist mein allererstes Produkt von der Marke Love. Deswegen ist das jetzt auch so ein kleines First Impression. Ne? So sieht das aus. Hallo, Primer, grüße dich. Und das verteile ich jetzt einfach hier ein bisschen um meine Poren herum, also hier direkt um die Nase. Dieser Moment, wenn man gerade ein neues Produkt benutzt hat und jetzt der Deckel weg ist. Deckel? Hallo? Ja, das war's dann. War schön mit ihr. Für den Empfehler. Gefunden. Und da geht's weiter mit der Catrice Camouflage Cream. Das ist so ein, ja, Camouflage-Concealer in etwa und den benutze ich nicht nur als Concealer, sondern auch als, ja, Abdeckprodukt. Ja, das ist eigentlich ein Concealer. Na egal, was ich damit sagen will, das benutze ich ganz gerne als Abdeckprodukt vor der Foundation und nicht unbedingt als Concealer. Und damit entferne ich den guten alten Tom. Guck mal, er ist einfach weg. Tschüss, Tom. War schön mit dir. Hier ein bisschen, also da entferne ich so die meisten Rötungen, die ich habe. Hierzu benutze ich den Beauty Blender in Schwarz und damit verteile ich so ein bisschen noch meinen Concealer an den Stellen, wo ich es aufgetragen habe und mein Beauty Blender ist natürlich auch angefeuchtet. So, und nachdem ich jetzt meine Pickelchen und ja, Rötungen allgemein jetzt so fürs Grobe, fürs Erste abgedeckt habe, komme ich jetzt natürlich zur Foundation und da benutze ich die Catrice HD Liquid Coverage Foundation. Aussprache ist bei mir nicht on fleek. Die HD Liquid Coverage Foundation in der Farbe, in der hellsten Farbe. Ich habe nämlich die Farbbezeichnung abgepoolt, weil ich dieses blöde Bedürfnis habe, alles abzupoolen und natürlich schütteln nicht vergessen. Und das ist wirklich eine der besten Drogerie-Foundations, die ich seit langem hatte und die kann ich dir wirklich, wirklich empfehlen. Und da gehe ich jetzt einfach hier mit der Pipette. Ein Pumpstoß reicht eigentlich. Im Normalfall, schauen wir mal. Und das trage ich zuerst mit den Fingern auf. Und dann erst verblende ich das mit dem Beauty Blender. Und bevor wieder alle Haare im Weg sind, habe ich jetzt hier natürlich mein fancy YouTuber Haarreif. Das darf natürlich nicht fehlen. Ha. Geil! Und bounce! So,
nachdem ich jetzt wirklich komplett wie ein Geist aussehe, aber ich bin halt weiß wie die Wand, kann man nichts machen, benutze ich jetzt zwei verschiedene Concealer. Normalerweise benutze ich im Alltag nur einen Concealer, aber jetzt mische ich die beiden einfach mal. Und hier habe ich jetzt erstmal den NYX HD Concealer und hier den Maybelline Fit Me Concealer. Die sind beide preislich deutlich unter 10 Euro und ich kann beide wirklich sehr gut empfehlen. Und da trage ich jetzt erstmal den von Fit Me. Bisschen hier unter meinen Augenschatten auf. Und der von NYX ist so ein bisschen, ich würde sagen, cremiger. Und der von Fit Me ist noch ein bisschen mehr flüssiger. Und übrigens ist mir hier mein Deckel kaputt gegangen, finde den Fehler. Aber deswegen trage ich jetzt diesen Concealer eher so ein bisschen nochmal an den Stellen auf, wo ich noch so ein bisschen mehr Abdeckung brauche. Abdeckung, Pigmentierung, boah. Ja, Abdeckung halt, ne? Gerade hier um meine Pickel-Area, da wo sich Tom festgesetzt hat und sein Zelt aufgemacht hat. Ja. Tschüss, Tom, gell? War schön mit Ihnen. Ja? Geil. Genau jetzt essen wir zu Abend. Wahrscheinlich gehe ich jetzt so zum Abendessen. Übrigens gibt's Pasta, falls du dich das fragst. Natürlich, Pasta for Life, Pasta jeden Tag. Und damit ich jetzt noch mehr aussehe wie ein Geist, bake ich natürlich. Das heißt, ich trage Losenpuder eben unter den Augen auf, beziehungsweise an den Stellen auf, wo ich ja cremige Produkte, Schnauze da hinten, aufgetragen habe. Und da benutze ich P2 Puder. Das ist einfach so ein weißes, loses Puder, easy. Und der ist gleich alle. Muss ich mir gleich einen neuen kaufen. P2, please, sponsor me. Das trage ich jetzt einfach direkt unter meinem Auge auf, an der Stelle, wo ich eben ja meinen Concealer aufgetragen habe. Ich komme! Jetzt gibt's wirklich Essen. Ich muss nur noch schnell baken. Oh. So, nachdem mein Haarreif sich selbstständig gemacht hat, geht's jetzt auch weiter mit den Augenbrauen. Und da benutze ich schon seit mehreren Monaten ein Produkt. Und zwar ist es das Essence Make Me Brow Duo Eyebrow, alles klar, Eyebrow Powder. Das ist einfach hier ein Augenbrauenpuder, das es in zwei verschiedenen Farben gibt. Und ich nehme die gräuere Hauptfarbe mit einem angestrichenen dünnen Zueva-Pinsel und fülle das nach und nach mit kleinen Strichen aus. Ich kämme meine Augenbrauen noch so ein bisschen durch, einfach damit sie noch ein bisschen natürlicher sind, weil ich mag es gerne so ein bisschen natürlicher bei den Augenbrauen. Und dann nehme ich den Essence Make Me Brow Eyebrow Gel Mascara. Das ist einfach so ein Augenbrauengel. Damit sette ich dann meine Augenbrauen und fixiere alle einzelnen Härchen. Für Lidschattenzwecke empfehle ich super gerne die Essence Get Picture Ready Contouring Palette. Die hat drei Konturierfarben, die man eigentlich ja zum Konturieren des Gesichtes benutzt, aber durch diese leichten Übergangsfarben kann ich die super für meine Lidfalte benutzen. Dann gehe ich in diese mittlere Braunfarbe, trage die direkt hier drin in meine Lidfalte auf. Wirklich hier rein in meinen Augapfel. Boah, das klingt echt eklig, ne? So, und nachdem wir jetzt so einen leichten, fließenden Übergang haben, kann ich dir wirklich die Sleek Lidschattenpaletten empfehlen. Die gibt es haufenweise. Die waren teilweise meine allerersten Lidschattenpaletten, die ich jemals gekauft habe, weil die so günstig und so gut sind. Das sind die ganz normalen Sleek Paletten. Die kosten 9,99 €. Einige kosten sogar 9,95 €. Schnäppchen, würde ich mal sagen. Und da fange ich auch schon mit dieser matten Lidschattenpalette an. Die ist wirklich so universell und kann ich jeden Tag für alles benutzen, weil sie so irgendwie alles hat. Und jetzt benutze ich hier erstmal diesen Braunton. Die braune Farbe trage ich einfach hier in meine Lidfalte ein und arbeite es so ein bisschen an meinem äußeren Lid. Ich brauche noch so ein bisschen mehr Farbe und da benutze ich jetzt diesen Terracotta Rot, da ist es. Trage das auch nochmal hier über das Braun auf. Yes, also zusammen mit dem Braun ergibt es so ein richtig schönes Dunkelrot, irgendwie Terracotta-Ton und ich bewege immer meinen ganzen Körper, wenn ich irgendwas beschreiben will. Das ist voll schlimm. Und das verblende ich jetzt auch nochmal mit meinem fluffigen Pinsel und verarbeite das ein bisschen noch mehr in meine Lidfalte rein. So, mir fehlt jetzt noch ein bisschen mehr so Bling-Bling, vor allem so ein bisschen schimmerndes irgendwas hier auf dem Anfang meines Augenlides. Am Anfang meines Augenlides.
Luisa lernt Deutsch. Und da benutze ich mein All-Time-Favorite. Und zwar ist es das 2-in-1 Eyeshadow and Liner in Waterproof. Das ist einfach ein Lidschattenstift-Stick. Es fängt schon an zu strahlen. Also das ist wirklich super günstig und ach, die Pigmentierung ist einfach herrlich. Und zum Verteilen benutze ich hier einen flachen Pinsel. Und falls du dich wunderst, warum der sich so von dem ganzen Rest von meinem Pinsel unterscheidet, das ist eigentlich ein Malpinsel von der Schule. Aber der ist so schön flach und der passt einfach hier perfekt hier in mein Auge rein. Das darfst du niemandem erzählen, du, ich sag's dir. Dieselbe Terrakotta- und Braun-Kombination kommt jetzt einfach hier direkt unter dem Auge. Beziehungsweise ja hier am unteren Wimpernkranz. Als Eyeliner verwende ich den Essence Super Precise Eyeliner. Das ist so ein flüssiger Eyeliner. Und den mag ich wirklich besonders einfach, weil er super dünn und super präzise zeichnet. Kurze Schweigeminute. In Gedanken, dass wir dieses Augen-Make-up nicht zerstören. So, ich habe jetzt schnell alle Augen gemacht, weil ich auch so viele habe, aber ich habe jetzt schnell beide Augen gemacht. Und dann gehe ich jetzt auch zurück zur Contouring-Palette und benutze sie, zu was sie eigentlich gut ist. Und da gehe ich jetzt in die dunkelste Farbe und konturiere so ein bisschen mein Gesicht. Für Rouge benutze ich den Matte Touch Blush in der Farbe 20. Berry Up und es ist so ein Rosenholzton, aber da benutze ich wirklich super, super wenig, weil ich zurzeit den Look von Rouge einfach nicht so krass an mir irgendwie sehe und nicht mehr feiere. Ich will nur so ein bisschen Farbe, aber ich will einfach, dass die gesamte Aufmerksamkeit eher auf meine Augen geht. Als Lippenstift benutze ich super gerne die NYX Soft Matte Lip Creams in der Farbe Cannes. Als Mascara benutze ich die Lash Princess Mascara, diesmal in der lilanen Edition. Die benutze ich jetzt schon seit mehreren Monaten und ich bin auch so eine Person, ich springe nicht immer so von Produkt zu Produkt. Wenn ich dann ein Produkt gefunden habe, was für mich funktioniert, dann benutze ich das jetzt erstmal für eine längere Zeit, bis ich mich dann an neue Produkte wage. So, Delle, ich hätte jetzt auch ehrlich gesagt nicht gedacht, dass es so ein Look wird. Ich wollte es nicht so dramatisch haben, aber ich liebe es. Für falsche Wimpern empfehle ich hier die 1A Wimpern und dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Das sind hier die Ardell Wispy Wimpern. Die kommen in einem 4er-Set und die kosten momentan 9 Euro bei Amazon. Sprich, ihr kriegt 4 Wimpern für 9 Euro und die sind einfach so natürlich, machen aber einen so wunderschönen Augenaufschlag und haben auch noch ein durchsichtiges Bändchen. Tada! Und so sieht nun mein fertiger Look aus, wie ich finde. Ein sehr schön glamouröser Look. Look ist daraus entstanden und ich würde mir gerne deine Meinung unten in den Kommentaren gerne wissen. Findest du ihn tragbar? Und ansonsten danke ich dir fürs Zusehen. Ich würde mich natürlich über ein kostenloses Abo auf meinem Kanal freuen. Ansonsten sehen wir uns auf Instagram, da heiße ich genauso wie hier Luisa Crashen. Oder auf Snapchat, da heiße ich Luisa Crash. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!